Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur angedrohten Folge Avorion zusammen mit dem Luke. Hallo Luke. Einen wunderschönen. Da ist der Kleine auch endlich wieder da, sehr schön. Ja, ich hatte ja angedroht, dass wir uns bei dem Steinkreis wiedersehen und da ist er auch schon. Jupp. Ich habe meine Schiffe das letzte Mal hier vorne hingepackt. Achtung. Und siehe da. Ein Sprung weiter wären die Steinkreise gewesen. Also ihr müsst einfach nur, wenn ihr in die Mitte wollt, hier lang springen. Dann findet ihr die automatisch. Bei euch sieht das Ganze dank der prozeduralen Generierung natürlich ein bisschen anders aus. Aber so wie es nicht mehr weiter in der Mitte geht, da an der Kante lang, dann findet ihr diese wunderschöne Anordnung an Stein. So. Ihr geht mir mal nicht auf den Sack, bitte, danke. So, wenn ich dich bitten dürfte, F-Befehle, alle Feinde angreifen. Weil euch kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Ich muss hier gleich bauen. Was machst du an meinem Hintern da? Das gefällt mir gar nicht. Hau ruck! So. Genau. Bei dem habe ich ja noch ein Artefakt drauf, ne? Bei dem müsste ich das dritte drauf haben. Genau. Wenn ich jetzt zu einem dieser Steine hinfliege. Jups. Na, kriegt ihr das hin, ne? Der ist erfahren flüchtig. Ja. Leider ja. Torpedos. Über mir fliegen ist blöd. Das war jetzt wahrscheinlich die beste Idee, die er hatte. Nee, aber seine letzte. Ein guter Anfang. So, jetzt müssen wir ziemlich dicht hier ranfliegen. Der müsste da gleich anfangen, der Zipfel zu leuchten. Irgendwie sowas war das. Der müsste sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Wie dicht zeugt er denn noch ran? Wie wär's, wenn du hier auf zu 1 fliegst? Ach, scheiße. Genau, danke für den Tipp. Nein, nicht zu 1, zu 3 muss ich hin. Und am besten die Dinger nicht verrücken. Ja, genau, vor mir ist die 1. So, das ist die 1. Das ist die 3. Nee, das ist andersrum. Dann ist der da drüben. Na, jetzt geradeaus. Jetzt, wo du das pauschal erwähnst, genau. Die sind ja durchnummeriert, Dolly. So, der müsste da gleich anfangen, was zu leuchten. Da. So, sehr schön. Autopilot, stopp. So. Dann haben wir hier, da haben wir die 1, da fliege ich dann hin. Wie weit ist der entfernt? 12 Kilometer, Alter, war ein Geier. Hättest auch auf mein Schiff springen können. Ich habe doch extra einen Platz frei gemacht für dich. Ali-Schiff, das ist die 2. Ob doch noch nicht. Baumodus, gespeicherte Designs. Hier, danke. Hast du einen Artefaktplatz? Ja. So. Da fliegt ja der Kleine. Dieses Schiff hat keine Besatzung. Dieses Schiff hat nicht mal Korrekturdüsen. Oh oh. Wie gesagt, du kannst immer noch zu mein Schiff springen. So, das reicht. Ach nee. Oder muss an jedes Dings ein Schiff ran? Genau. Und an das Schiff hier zum Beispiel packe ich jetzt gleich ein Artefakt rein. Nämlich das erste Artefakt. Die Artefakte sind durchnummeriert.
So, jetzt versuche ich die ein bisschen zu verstecken da. Weil gleich Gegner kommen, dass wir mir da nichts kaputt schießen. Und jetzt geht's nach Seltenheit. Ist das kein Allianzschiff? Das, wo ich gerade bin? Doch, ist ein Allianzschiff. Die Artefakte nicht. Ach, ich muss meine Artefakte einmal rüberschmeißen, glaube ich. So, nicht erschrecken, ich schmeiße einfach meine Artefakte rüber. Zurück. Ich favorisiere die. Dann muss ich nicht so lange suchen. So. Hier ist nochmal ein Schiff für dich. Perfekt. T3. Wie viel brauchst du noch? 1, 2, 3, 4, ne? Vor jedem Asteroiden müssen einer. Ich glaube, 8 Stück sind insgesamt gewesen. So, das ist die 2. Also. Scheißegal. Hauptsache, das passt mit dem Artefakt da drüben zusammen. Da muss das erste Artefakt rein. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Moin. Das erste. Da. Zack, da leuchtet die Spitze. Perfekt, dann kommt hier das 8. Artefakt rein. Ja, komm. Bau. Bau dich. Dann kommt hier das 8. Artefakt rein. Hada. Ah, Dankeschön. Ups. Habe ich dich gerade mit der Drohne weggeschubst? Nee. Achso. Ich habe angefangen zu fliegen. So, dann fahre ich zur 7. Fahren ist auch geil. Ich fahre zur 7, Luki. Ich fahre zur 7. Jo. Bringst du mir den Beefy mit? Na klar. Von der Blauen Lagune. Richtig. Freut euch. Dann fliegen wir da einfach mal zur 2 rüber. Oder so ein Putensandwich. Was denn? Oder so ein Putensandwich wäre auch wieder nice. Oh ja. Wenn die nicht so scheiße teuer werden, aber das, die schmecken Tatsache. Ja. Na, wie war das? Ich bin zwar kein Fan von Fast Food und Convenience, aber Mac ist es schon geil. Was? Ich ernähre mich hauptsächlich gesund. Wie denn? Zweimal die Woche Mac ist. Dreimal eine Woche Lieferdienst. Ich lass nicht liefern, sicher. Nö, ich nehm von der Arbeit mit. Auch ein Argument. Ja, hat seine Vorteile. Hallo? Dann noch irgendwo... Billo-Stromgenerator-Teil da, so, danke. T5 steht noch da. Ja, mir ist gerade die Energie beim Fliegen vom Asteroiden ausgegangen. Oh, nicht mal das kann er. Ich? Wir haben auch mal die Leertaste loslassen. Was? Für einen Augenblick. So, das sind Schiffe, die ruhig jetzt zerschossen werden können. Weil die kosten nix. Ja, wir müssen nur die Dings vorher rauspflücken wieder, ne? Meine Fragment, hätte ich beinahe gesagt. Meine teuer erarbeiteten, das ist das zweite. Artefakte, die ich jetzt mühsam gesammelt habe. So, Heavy. So, hier steht schon T6. Wo ist denn die 6? Wo ist denn die 6? Da ist die 6. 60 Kilometer Entfernung. So, machen wir das wieder wie eben. Haben wir irgendwo hier ein Energiegenerator-Upgrade in Weiß noch drin, was wir eh nicht brauchen. Aufladerate 18%. Erzeugte Energie, danke. Jetzt sind wir da. Wo soll das nächste Schiff hin? Einfach vor dem nächsten Asteroiden parken.
Rechts von dir ist noch einer. Bitte sind noch zwei Stück. Da, nee, da hinten steht noch die T5. Warum hast du den nicht benutzt? So, ich fliege jetzt zu 6. Ja, einfach da vorstellen. Dann springe ich da gleich rüber und knüppel das Artefakt rein. Ich hoffe, du hast dein Schiff schon auf Verteidigungsmodus gestellt. Das wird gleich hässlich. Ich freue mich drauf. Ja, ist auf alle Fälle angreifen. Sehr schön. Mio. Schild. Niedlich. Süß, ne? Mhm. So. Boink, das ist die 4. Dann kommt da auch das Upgrade der Stufe 4 rein. Schon leuchtet der Zipfel da hinten auch. Hier leuchtet noch kein Zipfel. Das ist dann die 7. So, und dann fehlt ja eigentlich nur noch einer. Ne, zwei. Die 6? 2. Die 5 und die 6. Vor der 6 stehe ich gleich. So. Okay, wenn du jetzt eh hier rüber fliegst, dann baue ich schon mal wieder ein Artefakt hier ein. Ja, baue du die Artefakte. Die Artefakte. Mhm. Die Artefakte. Erwischt. schön. Ja, und dann ist da nur noch einer übrig. Und das ist T8. Das ist die 5. So. Dann kannst du schon mal wieder zurück in dein Schiffchen hüpfen. Un momento, Senorita. Den hier auch noch ein bisschen verstecken. Nicht, dass wir gleich weggeknüppelt haben. Okay. Das war die 5. Achtung! Uff. Yeah, ein Loch. Es geht los. Da rein? Da kommt erstmal was raus. Naja, solange wir sie nicht angreifen, dürfen sie nicht macken. Ne? Theoretisch? Nö, noch sind sie friedlich. Also sammelt schnell die Sachen ein. Inventar. Subsystem raus damit. So, wenn ich jetzt bei mir sage, abfracken, ne? Nicht! Ich muss jetzt einmal im Kreis springen. Das war T8. Und dann hab ich nach T6. Ja, da kommen ganz schön viele raus. Ich hab dich ja gewarnt. Aber süß. 50k Schild. 43k. Der gar kein Schild. Da kommen die Größeren. Oh, 75 Schild. Bitte was? 114.000, 114k. So. Den habe ich, den habe ich, den habe ich.
Ach, der hat dafür kein Schild. Da, die Schlachtschiffe haben kein Schild. Das passt. Das finde ich schön. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich sollte alle haben. 5 Xodan-Schiffe. Die gerade alle verschwinden. Hier geblieben. So, und weißt du, was ich jetzt mache? Na? Ich schnappe jetzt mein anderes Schiff, sag mich begleiten und springe einfach durch, weil dann können sich die Schiffe hier in aller Ruhe um die Xodan, um unsere Schiffe kümmern, dann brauchen wir die nicht wegreißen. Ja, das ist das letzte, wo ich mir hier gestartet habe. Tschüss. Du weißt, dass die nicht so schlau sind und so schnell kommen. Naja, ist ja eh keine Besatzung bei den Schiffen, also die verrecken ja eh nach und nach. Ja, ciao. Hadi, tschüss. Ich warte auf der anderen Seite auf dich, ich halte da schon mal die Stellung. Ja. Hello from the other side. I come to talk to you again. Oh yes. Ja. Ganz mieses Karma. Wieso? Reichen Sie mir doch mal bitte hier hin. Und zwar zusammen mit dem Abwrackschiff. Mit dem Mining-Schiff. Was ist denn da? Den wirst du gleich sehen. Und wenn du auf die andere Seite gehüpft bist, wirst du feststellen, wir hocken da mitten in einem Spalt drinne. Oh, das sehe ich ja. Ja, wusstest du auch, dass das Portal nur bis dahin führt? Also ich wusste es nicht. Ich dachte, es geht weiter in die Mitte. Hm. Und das ist schon hart belastend. 2, 4, 6, 8, 10, 14 Jäger noch. Alter. Hast du mal dran gedacht, einfach noch einen weiteren Hangar zu platzieren, wo sie sich direkt anstellen können? Irgendwie einer, der außen an den Flügeln sitzt, dass sie nicht erst ums ganze Schiff fliegen müssen? Ah, Dreadnought ist angekommen. Jawoll! Da bin ich aber gespannt jetzt. Ist hier irgendwas Interessantes? Welcome in the Niemandsland, Digga. Einfach nur Welcome in the Niemandsland. Oh, und direkt über uns wäre etwas gewesen, etwas Interessantes. Mining Schiff, bitte folgen. Vier Jäger nur noch. Ja, das ist doch... Hoffentlich jetzt keine Exot an Brutstätte. Das fällt mir gerade ein. Hier wimmelt das ja auch so von den Dingern. Oh, nee. Nein! Ein freundliches sind das Biotop? Ach, komm. Ich komme. Und ein Asteroid... Oh, gibt's doch jetzt nicht. Banu.
fehlt. Hä? Ich war zu niedrig. Wie, du warst zu niedrig? Ja, ich bin nicht durch. Du bist unten drunter durchgeflogen, oder? Ja. Obwohl mein halbes Schiff da genau durchgegangen ist. Geheimversteck. Och ja. Mal eben kurz 6 Millionen Credits aus dem Geheimversteck, das lohnt sich. Ach, top, ne? Dein Schiff ist zu groß. Ist ein Schiff deins oder meins? Hat er gerade gesagt, dein Schiff ist zu groß? Willst du mich verarschen? Hast du gerade... Hast du gerade ernsthaft die Meldung gekriegt? Ah, dein Schiff ist zu groß? Ja! Ich glaub das aber nicht. Ich glaub das auch nicht. Dann spring so einmal durchs Portal, dass du auf der anderen Seite einmal warst, und spring wieder zurück, ich hol dich hier rüber. Scheißegal. Oh, krieg ich schon hin. Bauwissen, exotisch, Ogonit. Wow. Aber das ist eine freundlich... Das ist mal praktisch. Mining-Schiff, wenn ich bitte einmal Gebiet erkunden. Ja, mein Schiff ist zu groß. Ja, Freunde, aber dann würde ich sagen, kickt mal. So easy sind wir in die Mitte gekommen. Was hier los? Große Gruppe? Ey, Finger weg! Und das kommt nicht auf die Größe drauf an. In dem Fall hier schon. Weil hier geht's jetzt groß auf die Schnauze. Alle Feinde angreifen. Ja, Freunde, ich messe hier in der Zwischenzeit dann nochmal die Schiffe weg und sehe zu, dass ich den Luki hier einmal mit nach drüben kriege. Ja. Das war die Reise in die Mitte. Easy und entspannt. Und ich würde sagen, ganz kurz und bündig, einfach mal wieder bis zur nächsten Folge, wo wir hier weitermachen. Und tschüss. Auf Wiedersehen.